Moin Leute, Embers hier und heute, ihr seht es schon, schauen wir uns einmal Grablord in einem ganz spezifischen Bereich an. Und zwar Grablord kann, je nachdem wie er ausgerüstet ist, ja, den Drachen auf 25 Solo farmen, also einfach Grablord und 4x Food rein. Ist ganz entspannt, läuft jetzt auch, ich habe glaube ich 180 Runs, war so um die 180 Runs gemacht, bisher 100% so in diesem Setup. Und ja, ich würde es euch einfach mal zeigen, worauf man achten muss. Und dann schauen wir uns das Ganze auch mal in der Praxis an. Also, bis gleich. Fangen wir einmal an mit der Übersicht der Gesamtwerte. Und zwar, ich habe hier, das kann man so ein bisschen variieren, hängt immer davon ab, Lebenspunkte, Defense und Geschwindigkeit. Ich habe jetzt um die 54k Leben, also 54,5. 2,5k Defense und 244 Speed. Wenn ihr weniger Leben habt und dafür mehr Defense, dürfte das auch ausreichen. Habt ihr weniger Leben, genauso viel Defense, aber dafür mehr Speed, sollte das auch ausreichen. Denn ihr werdet euch jedes Mal, wenn ihr drankommt, heilen. Und das ist dann quasi die Lebensregeneration. Generell, ich würde sagen, würde ich jetzt hier so auf Richtung 45k runtergehen vom Leben. 45 bis 48k sollte ich es immer noch überleben. Alternativ, wie gesagt, schaut, was da am besten Sinn macht, wo eure Artefakte hingehen von den Sets her. Ich habe jetzt hier, ich denke mal, 50k mit 2,5k Defense und 240 Speed reicht vollkommen. Solltet ihr auch so Richtung, ja, ich sag mal so Minimum sollte meiner Meinung nach so um die 220 Speed sein, denn ihr braucht auch die Geschwindigkeit für den Schaden gleich. Das, wie gesagt, sehen wir gleich in der Praxis. Aber einmal weiter zu den Stats. Angriff 2,5k ist nicht so wichtig. Wir machen Schaden über Gift, aber natürlich hilft es auch. Defense 2,5k. Crit-Quote ist wichtig, 100%. Crit-Schaden ist natürlich nice to have, je mehr umso besser. Aber ob wir jetzt 3000 oder 3200 Crits raushauen, ist nicht mehr die Welt. Also schadenstechnisch kommt, wie gesagt, nur über Gift. Widerstand empfehle ich 250 plus, um einfach den Debuffs zu resisten, quasi von den Waves. Und Genauigkeit, ich würde sagen, ich hatte auch am Anfang eine relativ lange Zeit mit 238 gelaufen. 240, wo ich hochgeglüft habe, lief nicht so schön wie jetzt mit, ich glaube mal so ab zu 260. Ist meine persönliche Meinung, ja, von der Theorie müsste 240 gut klappen. Von der Praxis her, als ich jetzt dann Richtung 280 gekommen bin, also ab 260, hatte ich das persönliche Gefühl, dass dann mehr Gift-Debuffs draufkommen. Aber normalerweise aus der Theorie, wie gesagt, sollten 240 reichen. Dann Fähigkeiten. Natürlich, klar, die A1 macht ein bisschen Schaden, aber bräuchte man eigentlich nicht zu bucken. Den Todesstoß greift einen Gegner an, bietet eine Chance von 70% allen Gegnern für eine Runde 2-5 Gift-Debuffs zu verleihen. Und bietet eine Chance von 70%, gebuckt dann 100%, für eine Runde 4-5% Gift-Debuffs zu verleihen, wenn der Angriff kritisch trifft. Deswegen 100% Crit-Quote. Ihr werdet sehen, da kommt so viel Gift drauf, das macht richtig Spaß. Also da ist die Debuff-Leiste richtig voll. Und die A3 senkt das Rundmeter aller Gegner mit weniger als 50% um 100% und mit 50% LP. Bietet eine Chance von 80%, also gebuckt 100, allen Gegnern für 2 Runden den Attack Down und den Defense Down zu verleihen. Verleiht eine Zusatzrunde, wenn das Rundenmeter eines Gegners aufgrund dieser Fähigkeit geleert wird. Also der Skill, der macht richtig Spaß. Ihr bekommt weniger Schaden, die Gegner bekommen ja Defense Down. Zwar nicht unbedingt sehr viel mehr Schaden von den physischen Attacken, aber solltet ihr ihn mal in einem Team spielen, also ich nehme ihn auch für meinen Drachen 25 Speed Team, ist es natürlich nicht verkehrt, die Defense Down zu haben. Kommt auf den, ja, auf euer Team allgemein drauf an. Also ist generell kein verkehrter Skill, macht auf jeden Fall Spaß. Aura braucht ihr eigentlich nicht, verbündeten Arena-Schlachten, die Defense hoch um 42%. Naja. Zu den Fertigkeiten, da würde ich auch sagen, sollte man diese so lassen. Ganz wichtig, wir wollen Giant Slayer haben, weil wir mit der A3 einfach Multi-Hits haben und dementsprechend ja, möglichst oft treffen. Und hier auf der Unterstützerseite, was uns ganz gut gefällt, ist hier unten eine Chance, die Laufzeit eines Debuffs verliehen wird, um eine Runde zu verlängern. Also anstatt eine Runde Gift-Debuffs halt 2 Runden und das hilft natürlich am Schaden dann ungemein. Und ja, so ist er quasi von der Ausrüstung. Was ganz wichtig ist von den Artefakten, von dem Set her, wir brauchen hier definitiv das Regenerationsset, also halt pro Runde um 15%.
Ich weiß nicht, ob es auch mit dem Ewigkeitsset geht. Ich präferiere auf jeden Fall Regeneration, weil einfach da der Heal pro Runde größer ist. Und hier ist es, um einfach auf die Sets zu kommen, immer Genauigkeit, Widerstand und Geschwindigkeit. Ja, Crit Damage bräuchte man nicht. Wäre hier LP, wäre es auch okay. Von dem Helm Geschwindigkeit, Defense, Widerstand. Ja, wäre hier anstatt Crit-Quote Genauigkeit, wäre es auch. Obwohl, Crit-Quote brauchen wir natürlich auch. Aber da haben wir das, die Main-Crit-Quote vom Handschuh. Dann vom Schild her wichtig hier Defense, ja, hat ja auch Defense Flat dabei, Widerstand, Genauigkeit, Geschwindigkeit, um einfach die Anforderungen zu erfüllen. Also das Schild hat natürlich alle Werte optimal. Handschuh hier, wie gesagt, Crit-Quote, Defense, Geschwindigkeit, LP, Genauigkeit sind alles gute Sets, die wir gebrauchen können. Brustpanzer, um einfach die Tankiness zu haben. Hier könnt ihr natürlich spielen, ob ihr vielleicht eine Genauigkeitsbrust nehmt, eine Defense-Brust, eine Widerstandsbrust. Hängt, wie gesagt, von eurem Artefakt-System-Sets ab, was da wie welches Puzzleteil ineinander greift. Und natürlich auch nochmal schön Geschwindigkeit und Crit-Quote hier dabei. Passt natürlich. Und die Stiefel, hätte ich auch nichts dagegen, würde ich 6er Stiefel haben. Hatte ich leider nicht. Aber gut, so ist es halt. Nochmal ein bisschen Crit-Quote, Defense, um das Ganze aufzuhübschen. Den Ring haben wir einen LP-Ring, um einfach dann ja genug Leben zu haben. Auch hier wäre natürlich ein Defense-Ring auch nicht verkehrt. Amulett, ein Defense-Amulett mit Genauigkeit, Widerstand und den Banner haben wir als Widerstandsbanner, um einfach dann möglichst unsere 250 plus Widerstand zu erreichen. So sieht das Setup aus vom ganzen Grablord und dann schauen wir uns einmal in der Praxis an, wie der Kollege ja einmal so einen Drachen-Run machen kann. So, wir sind beim Drachen 25. Aktuell sieht man es, ist noch ein bisschen das Beutewahn, also mal 2 auf Geschwindigkeit. Und wir rüsten einmal das Team aus. Wir gehen von dem Speed-Team rüber in das Farm-Team, sage ich jetzt mal. Und nehmen dann einfach mal ein bisschen Food rein. Ich denke mal, wir können auch ein bisschen Zweier-Food hochleveln. Es ist egal, ob ich jetzt 2 Sterne, 3 Sterne, 4 Sterne. Die gehen in der Regel direkt am Anfang down. Und wir machen hier einmal auf 60 Frames. Und ja, von der Skill-Reihenfolge, wir sehen, er hat mit der A3 Attack-Down und Defense-Down angefangen. Zusatzrunde reingehauen und macht dann direkt überall mal ein schönes Gift drauf. Und von der Geschwindigkeit hier, je mehr Speed ihr habt, umso öfters kommt er dran, umso öfters heilt er sich auch innerhalb der Runde. Und natürlich, je öfters er dran kommt, so schneller hat er die A2 auf Cooldown, dass er wieder mehr Gift allen verleihen kann. Und man sieht hier schon, die Giftleiste ist natürlich schon ordentlich gefüllt. Ja? Und das ist halt auch unser Hauptschadensoutput für den Drachen. Passt eigentlich super. Also es macht richtig Spaß, ihm dazu zu schauen. Und wie gesagt, aktuell läuft er so bei mir zu 100%. Ich warte, ich werde natürlich immer noch weiter mal Runs machen, auch jetzt in Zukunft zum Leveln. Und bisher läuft er zu 100% durch. Ich hatte ihn vorher, kann ich sagen, auf so 215 Speed gehabt mit mehr Leben. Und da hat er ab und zu und weniger Genauigkeit, ich glaube um die, ja was ich vorhin gesagt hatte, um die 230. Da hat er ab und zu beim Drachen nicht genug Gift drauf gehauen und dann durch den Drachen, weil er dann zu lange gebraucht hat, um ihn zu killen, ist er dann beim Drachen, wenn er dann diese Stasis hochgeht mit dem Energieschild, dann gekillt worden. Das ist mir jetzt mit dieser Geschwindigkeit und Genauigkeit nicht mehr passiert. Sehen wir mal gleich, das passt eigentlich ganz gut, dass der Drache uns da nicht snackt. Und ansonsten, es macht einfach Spaß, ihn dazu zu schauen. Wenn er dann gleich wieder die A3 reinhaut und dann nochmal eine Zusatzrunde generiert, da ist die A2 gefühlt wieder da. Ja, weil die A3, das sind halt 2 Runden auf Cooldown, die dann wegfallen. Und ihr seht, wenn die Gegner drankommen, die einfach umkippen. Ich finde es einfach lustig, das macht einfach Spaß. Also das ist so ein Gift-Debuff, wenn die Gegner uns angreifen wollen, sagen, das tut doch ein bisschen weh, ich bin weg. Sieht schon ganz lustig aus. Und hier, wir sind immer mit ihm an der maximalen Debuff-Grenze von 10 Debuffs, die man verleihen kann, konstant dran. Also sofern er überhaupt drankommen sollte, gibt er einfach rum. Jetzt beim Drachen, wie wir sehen, wir müssen auf jeden Fall immer viel Gift machen. Wenn jetzt am Anfang einmal dieses Energieschild auslöst, dieses Leben können wir nicht resisten. Das kommt immer durch. Das ist, ja, passiert. Ist auch gar nicht unsere Absicht. Unser Ziel ist jetzt immer, so oft wie möglich dran zu kommen, um einfach so viel Gift wie möglich zu verleihen. Und ja, ich denke mal so als Solo-Farmer macht er schon Spaß. Und hier, wir heilen uns jede Runde über 8000 Leben. Ich finde, wir sind jetzt nicht in der Bredouille, dass wir irgendwie auf, keine Ahnung, 10, 15% Leben irgendwie kommen. Wir heilen uns direkt hoch.
Der Run dauert so um die 3 Minuten herum. Ist natürlich jetzt kein schneller Farmer, aber ja, er erfüllt seinen Zweck. Und jetzt, wenn er das nächste Mal drankommt, ist er tot. Dann kippt er um. Na, Moment, jetzt nochmal Gift drauf, jetzt ist er down. Also so 3 Minuten 10. Ja, ich denke, es kommt auch immer drauf an, wie man ja die Gift-Stacks landet. Und so viel zum Thema Grablord. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr könnt Grablord so gerne kopieren. Wenn ihr noch Fragen zu den Sets, Artefakten und sowas habt, schreibt es gerne in die Kommentare oder schaut im Discord vorbei. Da können wir natürlich auch wiederum näher drauf eingehen. Ansonsten, Leute, ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich bin euer Embers. Ich bin raus.